Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, wieder eine Nacht im Auto geschlafen. Ich will dann rüber nach Geiching, da ich heute Skifasching, also beziehungsweise der Umzug, den die da immer machen. Jetzt habe ich gerade den Kocher angemacht hier und Zusatzheizung läuft auch, da wird es ziemlich schnell warm hier drinnen. Nachts schlafe ich ja zu Hause auch mit offenem Fenster, da ist mir das eigentlich egal. Da stört mich das ja nie. Wenn ich im Bett liege, bin ich zugedeckt, im Bett ehe ich warm. Im Früh wird mal kurz durchgeheizt, dann ist auch wieder schön. Die Zusatzheizung hier im Auto habe ich nur die original eingebaute. Die heizt ja vorne den Kühlkreislauf auf, hat aber den Nachteil, die läuft nur ca. 3 Stunden. Danach schaltet die ab, um das Auto noch startbereit zu halten, weil sonst der Strom, die Batterie zu weit runter ist. Zum Notfall habe ich da noch eine Lösung, das Ladegerät an meine Zusatzbatterie anzuschließen und wieder rückwärts aufs Auto zu laden. Aber im Großen und Ganzen macht sich das dann besser, den Kocher zu benutzen. Meistens lege ich dann, ich habe den Heizeinsatz mit drauf. Da wird die Wärme noch ein bisschen besser verteilt und abgegeben und geht nicht ganz so direkt nach oben. Und wenn ich den Lüfter hier anmache, bläst der Lüfter auf den Heizeinsatz und verteilt die Wärme schön im Auto. Das geht eigentlich auch ganz gut. Jetzt gibt's erstmal gemütlich Frühstück und Presseschau. Ich zeige euch hier nochmal, wie die Lösung von meinem Bett ist, wie ich das mit meinem Bett gelöst habe, wie ich hier schlafe. Ich habe hier meine Liege bzw. meine Bank. Letzten Endes mit einfachsten Mitteln den Holzkasten zusammengeschraubt und darauf die Matratze und halt mein Bett. Da ist hier ungefähr 1,50 lang hier bis hinter und ich habe das aber bloß bisher gebaut, damit ich, wenn ich nicht schlafe, auch ein bisschen Platz hier drin habe. Dafür habe ich dann noch eine Matratze und ein kleines Sperrholzbrett, weil ich dann ganz primitiv hier auf die Kühlbox lege und hier auf die Leiste. Da ist das eine Ebene, habe ich im Vorfeld schon so gedacht und deswegen auch die Höhe an die Kühlbox angepasst. Am Anfang hatte ich das Brett dann immer hier an der Heckklappe verstaut. Aber das macht sich ein bisschen blöd, das abends da rauszuholen, ohne aus dem Auto zu steigen und früh wieder aufzuräumen. Gerade wenn so wird wie ich wie heute. Jetzt regnet es gerade wieder ein bisschen doller. Dann macht sich das nicht so schön. Hier habe ich ja meine Elektrobox. Da habe ich schon ein bisschen was erzählt. Da mache ich aber auch noch mal extra ein Video darüber, wie ich die Elektrik hier gelöst habe. Und
Da habe ich mir die Tasche hier drauf liegen und hier passt mein Bett zusammengelegt schön rein. Und das lässt sich alles noch schön machen, während man im Auto ist. Also man braucht nie rausgehen oder sowas, gerade bei so einem Wetter ist das ja nie allzu schön. Allerdings ist mir bei der Tasche der Reißverschluss kaputt gegangen. Die hat ja hier noch den zusätzlichen Klamottenhalter. Damit kann man das Bett zumindest erstmal fester machen hier drinnen. Und da muss ich mal sehen. Ich fand eigentlich, mit der Tasche war die eine gute Lösung, weil das ja eine Stofftasche ist. Da kann das Bett dann noch atmen. Da muss man das nicht ganz trocknen lassen vorher oder erstmal lüften. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich euch das so zeige. Aber ich sag mal, technisch, sicherheitsmäßig sind wir hier auf der grünen Seite. Ich bin ja Autoelektriker, von daher weiß ich, was ich klemme und was ich mache. Da unten sehen wir meinen Ladebooster. Unter den Kabeln. Obendrauf habe ich hier noch eine Anzeige. Die ich aber nie fest verbaut habe, weil die brauche ich nie. Eigentlich kann man die auch ganz weglassen. Das blaue Licht, was hier blinkt, ist die Bluetooth-Schnittstelle dafür. Da gehe ich die Daten, die hier auf dem Monitor kommen, hoch. Deswegen habe ich den Monitor auch nie außen an die Kiste gebaut. Dann die 150 Amperestunden Lithium-Batterie. Hier haben wir den Schand für meinen Batteriewäscher. Und dann habe ich hier unten links die große Masseschiene und dann noch eine kleinere Masseschiene, die wo alles drauf geht. Einen kleinen Sicherungskasten. Und hier unten sieht man meinen Inverter. Da hier außen habe ich diesen Schalterkasten mit zwei USB-Steckdosen noch und einer 12-Volt-Steckdose. Und diese fünf Schalter habe ich allerdings nur zwei genutzt. Der eine ist meine Fußbodenheizung. Und hier haben wir eine Wasserpumpe, mit der ich vom kleinen Wasserkanister in meinen großen umfüllen kann. Weil den großen habe ich da hinten fest verbaut. Den kriegt man nicht ohne weiteres raus. Den fülle ich halt nur mit dem Schlauch. So, und die ganze Batterie bekomme ich hier angezeigt, was aktuell für Strom fließt, wie lange die Batterie ungefähr durchhalten wird. Und der Ladezustand halt. Alles andere, was man da sehen kann, ist eigentlich mehr oder weniger Spielerei. Die Anzeige habe ich noch nie allzu lange in Betrieb. Teilweise hat er mir noch 70% Akku angezeigt. Obwohl der Akku dann schon abschaltete.
Später ist das dann auf 30, bei 30% passiert. Und jetzt waren wir auch schon mal bei 10%. Also ich denke mal, das lernt sich mit der Zeit ein bisschen ein hier. Ich muss bloß sehen, dass der Akku dann halt immer vollgeladen wird und auch mal ein bisschen ganz nach unten entladen wird. Jetzt hab ich schon langsam Hunger. Okay, Google. Wie spät? Es ist 8:51 Uhr. Oh ja, schon wieder um 9. Ah, noch nicht gegessen. Bin eigentlich kurz vor um 8 aufgestanden. Wie wird das Wetter heute? Heute wird es in Altenberg regnerisch bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Aktuell ist es regnerisch bei 7 Grad. Na gut, lass mal überraschen, was hier gebraucht wird. Kalt, dunkel und ungemütlich ist es heute hier. Aber hier im warmen Auto ist es schön. Ja, noch gemütlich beim Kaffee trinken. Und Presseschau gemacht gerade wieder. Ich wollte ursprünglich zum Skifasching gehen, nach Geisingen, aber bei dem Wetter jetzt habe ich auch keine hier richtige Lust. Ich denke mal, ich fahre wieder zurück nach Dresden. Da ist heute Demo gegen rechts. Das ist ja auch irgendwie wie ein Faschingsumzug. Und immer wieder rückt dann wieder die rechte Keule raus, ja, dass man aufpassen soll, dass sich nicht irgendwelche rechte Gruppierungen damit einmischen und wie heißt das, diese Proteste im Grunde genommen kaputt machen. Die demonstrieren gegen eine offizielle politische Ausrichtung. Und das wird auch noch von der Regierung unterstützt. Ja, dass die Regierung das unterstützt, ist klar. Die versuchen ja dann ihren Arsch zu retten und denken ja auch nach, die Opposition zu verbieten, aber anderes Thema. Aber was letztens, da sind die dort bei der Demo gegen rechts mitgelaufen, mit dem Block, mit den schwarz vermummten Typen, die vor ein paar Jahren Hamburg kurz und klein geschmissen haben, die Rechte verprügeln wollen. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass das ein linkes Filmteam war, die sie da aufs Böseste zusammengeklappt haben. Und im Januar war da die Gerichtsverhandlung mit einer kleinen Geldstrafe und Bewährung sind die halt davon gekommen. Ey, andere klauen ein Brot im Konsum und gehen ein Jahr ins Gefängnis oder so und die haben die Leute ins Krankenhaus klein gekloppt. Das war damals ein Filmteam. Könnt ihr nachgoogeln. War 2020 irgendwo eine Corona-Demo und ein Filmteam vom Fokus war das, glaube ich, die wollten die filmen und ein bisschen so Umfragen machen, was mit den Leuten los ist, jedenfalls. Da kamen die Antifa-Typen, haben die aufs Schärfste verprügelt und die Ausrüstung zerkloppt. Filmteam komplett im Krankenhaus gelegen. Und wie gesagt, im Januar war jetzt Gerichtsverhandlung. Och ja, wir haben uns halt geirrt, das waren gar keine Rechten. Das hat schon als Ausrede gereicht, dass die freigesprochen in Anführungszeichen eine Geldstrafe und Bewährung. Aber was ist das, Geldstrafe und Bewährung? Das ist doch keine Strafe. Schon gar nicht, weil die Antifa so viele Sponsoren hat, die haben das wahrscheinlich aus der Kasse wiedergekriegt und brauchten dann gar nicht bezahlen. Ich schreck mich schon wieder auf, das bringt's nie. Damals, als die Grünen noch Opposition waren und sich vor Kernkraftwerken auf die Schienen geklebt haben, oder gekettet haben die sich damals. Da wäre nie einer auf die Idee gekommen,
die zu verbieten oder eine Demo gegen die zu machen. Dieses ganze Thema rechts ist so aufgepumpt in Deutschland. Ja. Was will ich damit sagen? Natürlich ist es gut, wenn zigtausende von Menschen gegen Rechtsextremismus vorgehen. Rechtsextrem ist für kein Land gut. Weder in den Niederlanden, wo Geert Wilders gewählt worden ist, der auch zum rechten Spektrum gezählt wird, weder für Le Pen, ja, die in Frankreich auch zum rechten Spektrum gehört und so weiter. Diese Parteien, diese Menschen, die ich gerade genannt habe, haben ein Ziel: Erhalt der Werte, Kultur und Mentalität ihrer Heimat. Die merken, dass Europa in einer Schieflage steckt und dass bevor es diese Akteure gab, genau wie die AfD auch. Im Gespräch sage ich immer, diejenigen, die die AfD erschaffen haben, sind die etablierten Parteien. Ja, ist doch logisch. Wären wir Bundesbürger denn alle zufrieden mit SPD, Linke, Grüne, FDP und hast du nicht gesehen, Konsorten, dann hätte es kein Stück Kuchen für die AfD gegeben. Und da finde ich einfach, wird der Partei und den Menschen, die diese Partei wählen, Unrecht getan. Leute, seid wahre Demokraten oder seid Marionetten? Was seid ihr? Wahre Demokraten setzen sich mit einer Thematik auseinander und gehen nicht überall hin und sehen überall nur Braune, wie man in Deutschland so sehr sagt, die im Grunde genommen alle Ausländer aus Deutschland ra raus haben wollen. Remigration, bla 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 und und. In dem Moment, wo ihr so vorgeht, wie Marionetten, die wirklich nur das sich anschauen und medial hören, was da propagiert wird und nicht selbst recherchiert, tut ihr auch unserer eigenen Verfassung Unrecht. Wenn ihr wirklich wollt, dass bestimmte Akteure, die eventuell, ich kann nicht in den Köpfen der Menschen gucken, wirklich krass rechtsextreme Gedanken haben und wirklich Deutschland schaden wollen, wenn wir diese Menschen loswerden wollen, dann müssen wir demokratisch vorgehen. Dann müssen wir diese Menschen rauslocken, ja, damit wir ihr wahres Gesicht erkennen und ihr wahres Gesicht zeigen. Und dann liegt es an unserer Regierung und am Rechtssystem in Deutschland, diese anzuprangern und aus unseren freiheitlichen Gedanken und Demokratie, aus den Parteien, aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft herauszuschaffen. Dafür gibt es Gesetze. Aber wenn wir vorgehen und überall nur dann, wenn andere Menschen eine andere Meinung haben, nur noch die rechte Keule rausholen, das wird Deutschland nicht helfen. Und für diejenigen, die meinen, dass man eine Partei einfach so abschaffen kann und das Problem ist gelöst, falsch gedacht. Selbst würde man hingehen und die Partei, die Alternative für Deutschland heute verbieten, die würde sich neu gründen und ich sage euch, die wären ganz schnell wieder bei 20%. Weil die haben ja auch ihre Arbeit geleistet. Es geht um den Erhalt der Kultur, der Mentalität, das Zusammenleben, auch die deutschen Werte aufrechtzuerhalten, die auch wir, viele Migranten, Türken, Libanesen, Afrikaner und so sehr zu schätzen wissen. Weshalb doch auch wir zu Deutschland gefunden haben und so viele Migranten, Flüchtlinge nach Deutschland kommen wollen. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland alles schlecht ist. Und ja, in einer Demokratie muss man auch mal akzeptieren, dass es Menschen gibt, Gruppierungen gibt, Parteien gibt, die anders denken als ein selbst, solange das Zusammenleben nicht gefährdet wird. Ja, dann habe ich gelesen, Bülent Ceylan, der Komiker, der will ein Metal-Album aufnehmen. Der singt auch, oder kann singen und kann eigentlich auch ganz gut singen. Also kann man nicht sagen gegen den. Also ich habe gerade was gehört bei YouTube hier. Klang nicht schlecht. Yeah.
Ja, der LP-Pegel steigt auch schon wieder ziemlich hoch. Und jetzt will ich euch nochmal. Am Montag wird ein Pegel von 4,80 Meter erwartet. Nachdem gestern ziemlich trocken war und der Pegel sich unter 4 Meter gehalten hat, wird er, nachdem es heute regnet, auch wieder ansteigen. Zusammen mit der Schneeschmelze im Riesengebirge und im Isergebirge kommt dann natürlich ganz schön viel Wasser die Elbe runter, sodass die Hochwassermarke zur Stufe 1 überschritten wird. In letzter Zeit kriege ich immer wieder sehr viel Werbung zu sehen für diese kleinen, extrem sparsamen Steckdosenheizungen. Hier wird einem suggeriert, dass die großen Räume, sogar Klassenzimmer, in wenigen Minuten auf 26 Grad bringen können. Das ist natürlich völliger Unsinn. Für ein normales Wohnzimmer sollte eine Heizung wenigstens 1500 Watt haben, wenn man sie als zusätzliche Wärmequelle verwenden will. Als normale Lösung, wenn du keine andere Möglichkeit hast zu heizen, dann sollst du schon so 2000 bis 3000 Watt haben. Wobei dann hier der Stromverbrauch auch dementsprechend höher liegt. Ja, ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht über diese Blumentopfheizung. Da haben sie ja auch so erklärt, du sollst die Dinger bauen, die heizen kostenlos die Bude voll. Aber wenn du dann mal guckst, da lagst du genauso, als wenn du, da lagen die noch etwas höher als der Stromverbrauch. Mittlerweile ist der Stromverbrauch höher, als wenn du mit Teelichtern die Heizung heizen würdest. Aber es ist noch so ungefähr die Waage, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das jetzt nie im Kopf, die Zahlen. Diese kleinen Heizer, die die hier vorstellen, ich denke mal, der wird nicht mehr als 500 Watt bringen. Das ist doch bloß eine Spielerei. Wer sich so eine Heizung kaufen will, sollte vorher mit dem Föhn probieren, ob er mit dem Föhn die Bude warm kriegt oder ob denn das bringt oder ob das was bringt. Beim Föhn hast du den Vorteil, den kannst du sogar noch auf dich richten, dass du die warme Luft abkriegst. Und die Steckdosenheizung, die steckst du in die Steckdose, die hat vielleicht noch einen ganz kleinen Einstellwinkel, aber bläst ja dann jeweils bloß von der Wand weg. Da elektrisch heizen lohnt sich wirklich bloß, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Und musst dann halt rechnen, dass beim Stromverbrauch von 48 Cent durchschnittlich eine Stunde heizen jetzt schon 1 Euro kostet. Ich werde mir jetzt noch ein Käffchen kochen und ein bisschen im Internet rumgucken. Und da werden wir mal sehen, ob ich noch nach Geising fahre oder mich wieder Richtung Dresden bewege. Aber momentan hatte ich keine richtige Lust, da hinzufahren. Irgendwie so gerade hier richtig gemütlich hier. Vielleicht werde ich das Video jetzt gleich noch zusammenfriemeln und da kann ich dann sagen, neues Video im Netz. Ja, hab mich jetzt entschieden. Ich gehe doch nicht zum Skifasching. Ist mir einfach zu ungemütlich heute. Die ganze Zeit, vorhin hat es mal ein paar Minuten aufgehört, jetzt geht es wieder weiter. Die ganze Zeit regnet. Ich schneide jetzt das kurze Video zusammen und werde dann gemütlich nach Hause fahren, mich in die Wanne legen und irgendeinen Film noch gucken heute, ganz gemütlich. Oder ich bleib hier sitzen und gehe dann morgen von hier aus auf Arbeit. Könnte man auch machen. Zu essen und ein paar Flaschen Bier habe ich auch noch da. Also von daher könnte ich mich auch hier gemütlich machen. Strom müsste noch reichen, weil ich heute dann noch bräuchte.
Und wenn es nie reicht, dann kann ich mal den Motor für 10 Minuten laufen lassen. Da habe ich dann auch wieder noch Strom für ein, 2 Stunden. Also bis dahin erstmal. Leute, ciao.